Willkommen zu einer neuen Capsule Wardrobe Runde. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, vielleicht hört man es an der Stimme, aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Ich habe den Fokus dieses Mal auf Jacken und Mäntel gelegt, weil das ist das, worauf ich mich einfach am meisten in den Herbstmonaten freue. Der Vollständigkeit halber noch eine ganz kurze Recap zum letzten Monat. Ich habe am meisten die Weste getragen, weil ich die einfach total gerne mag und weil das Wetter einfach dementsprechend war. Das heißt, am wenigsten getragen habe ich zum Beispiel den blauen Rollkragenpullover, den ich dabei hatte. Habe ich kein einziges Mal angehabt, weil es viel zu warm war. Aber ich finde, das ist kein Kontrapunkt, sondern wir freuen uns einfach darüber. Dementsprechend bin ich jetzt auch bei der neuen Capsule relativ vorsichtig dran gegangen. Also ich habe nur ein, zwei Strickteile mit dabei. Der Rest setzt, wie gesagt, mehr so auf so Layering, also T-Shirts und Tops oder dünne, langärmelige Sachen. Und dann einfach eine schöne Jacke oder einen schönen Mantel drüber. Och, ich liebe es, ich freue mich so drauf. Ich bin im Herzen ein absolutes Herbstkind. Vielleicht könnt ihr es auch schnell erahnen, ich liebe die Palette, die Farbpalette, die ich dieses Mal zusammengestellt habe. Also basic, neutrale Töne und dann dazu aber schöne Blautöne, einen Grün, über einen Gelb gehend. Ich finde, es ist schön Farbe mit dabei und trotzdem ist es sehr soft, sehr harmonisch. Fangen wir an mit den T-Shirts und Tops. Weil ich die Weste im letzten Monat so extrem viel anhatte, habe ich sie diesmal rausgelassen, bewusst. Und habe als einziges Top dieses Tanktop mit dabei. Einfach ein klassisches weißes Tanktop mit hoher Kante hier und ein absolut schönes Basic, was einfach überall drunter passt. Und dann habe ich zwei T-Shirts mit dabei, ein schwarzes und ein weißes. Das weiße kennt ihr, das ist so ein Basic Fit T-Shirt. Relativ schweres Material, schönes breites Bündchen. Und bei dem zweiten T-Shirt bin ich noch nicht sicher, ob ich das schon mal in der Capsule Wardrobe mit dabei hatte. Weil das habe ich mir vor einigen Wochen mal komplett selber genäht. Mit einem Schnittmuster von der Schneiderakademie. Es hat wunderbar funktioniert. Ich habe mir das Schnittmuster nur so ganz leicht angepasst, habe es ein bisschen weiter gemacht, irgendwie an der Taille. Das könnt ihr immer super machen, indem ihr einfach ein T-Shirt, was ihr gerne tragt, anhaltet und mal schaut, wie der Schnitt da so ist. Es ist ein bisschen, ganz kleines bisschen enger an der Hüfte, aber ansonsten ist es vom Schnitt her relativ ähnlich und das Material mag ich auch total gerne. Und ich finde, man ist immer einfach wesentlich stolzer auf Sachen oder weiß sie mehr zu würdigen, wenn man sie wirklich selber genäht hat. Also kann ich euch absolut ans Herz legen. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe doch noch ein kurzärmeliges Teil mit dabei. Das habe ich gerade übersehen, weil es einfach aus so einem schönen, dicken Strickmaterial ist. Das ist ein Polunder, den ich mir mal selber gestrickt habe. Da steckt sehr viel Schweiß und Herzblut drin. Es ist ein Muster, was nicht ganz einfach, also ich bin Strickanfänger und deswegen war für mich das gar nicht so einfach, dieses Muster zu stricken, weil man doch sehr aufpassen und sehr viel zählen musste. Aber er ist richtig schön, flauschig, weich und entweder pur getragen oder mit einem T-Shirt drunter kann ich mir den echt schön nochmal für den Herbst vorstellen. Also zumindest jetzt für dieses Übergangswetter, was wir gerade haben. Richtig schön flauschig. Machen wir ein bisschen ungewöhnlicher weiter, nämlich mit Röcken. Ich finde es schön, in den Herbst rein auch Röcke mitzunehmen. Gerade wenn man zum Beispiel ein paar Stiefel mit dabei hat oder so, kann man das super kombinieren. Wenn ihr Angst vor der Kälte habt, dann nehmt halt eher Maxi- oder Midi-Längen. Dann könnt ihr zwischen dem Stiefel auch irgendwie noch eine Strumpfhose oder so anziehen. Aber ich finde, solange es noch nicht zu kalt ist, sind Röcke einfach so eine schöne Möglichkeit, irgendwie um damit zu spielen. Und ich würde gerne noch weiterhin versuchen, ich weiß, der ist jetzt seit Monaten mit dabei, aber mein Midi-Leinenrock, den ich so gerne mag. Ich würde gerne versuchen, den noch weiter in den Herbst mit reinzunehmen. Aktuell ist es sehr mild und ich hoffe, dass ich den noch mehrfach tragen kann. Der zweite Rock ist ein ganz altes Schätzchen. Der war auch sehr, 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 sehr lange nicht mit dabei. Das ist ein Secondhand-Fund. Das war ein Midi-Rock, den ich mir selber auf einen kurzen Rock gekürzt habe. Und ich habe gedacht, wenn ich einen kurzen Rock mit dabei haben möchte, dann ist vielleicht so ein Grauton gar nicht schlecht, weil es einfach so ein bisschen herbstlicher ist. Es geht in so eine Tweed-Richtung. Es ist aber kein Tweed, es ist einfach nur so ein bisschen so ein marmorierter, aber ja, etwas festerer, dickerer Stoff, also wirklich so ein Herbst-Winter-Stoff. Den einfach mit so einem schönen, dicken Strickpulli ist, finde ich, eine super schöne Kombi. Und wenn ihr euch an mein Herbst-Trend-Video erinnert, das geht auch, finde ich, so ein bisschen in diese Bridge-Chic-Richtung, auch wenn es kein Tweed ist.
Kommen wir zu den Langärmling-Sachen. Ich habe sie jetzt mal alle zusammengefasst und nicht unterteilt wie sonst in Hemden und Pullover oder so, weil ich einfach gar nicht so viel mit dabei habe. Wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig rangegangen. Für mich sind es eher dünne, langärmelige Sachen, die ich zum Layern nutzen möchte. Also ihr seht schon, es ist einfach nur ein Strickteil mit dabei. Fangen wir mit dem auch an. Wie schon am Anfang gesagt, den hatte ich im letzten Monat mit dabei. Das ist ein Secondhand-Kaschmir-Pullover mit Rollkragen und ich mag den Farbton richtig gerne. Ich hatte ihn im letzten Monat mit dabei, da war es einfach noch nicht kalt genug und deswegen möchte ich ihn auf jeden Fall weiter noch dabei behalten. Ein weiteres Teil aus dem letzten Monat ist dieses Baumwollhemd. Das Hemd habe ich erst seit 2 Monaten oder so und ich mag die Farbe so gerne, ich habe es so viel getragen. Mir ist aufgefallen, dieses Hemd ist ein altes Secondhand-Vintage-Hemd von Eterna, also Eterna, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und es ist mein Lieblingshemd geworden gerade und ich habe noch ein weiteres Hemd, ein Männerhemd, ebenfalls von Eterna. Beide trage ich einfach total gerne, weil der Schnitt total schön ist. Das Material ist super schön, es knittert nicht so leicht. Man muss es auch nicht krass viel bügeln, wenn es aus der Wäsche kommt. Also einfach sehr schöne, hochwertig gearbeitete, pflegeleichte Hemden. Also vielleicht so als kleiner Tipp, wenn ihr Secondhand-Jäger seid, schaut mal nach so alten Eterna-Hemden. So, und dann haben wir auch noch ein ganz altes Schätzchen, was ich immer nur im Herbst-Winter raushole. Und es ist ebenfalls ein Secondhand-Fund, ein kariertes Flanellhemd. Ich mag so karierte Hemden im Herbst total gerne. Gerade dieses karierte, was so ein bisschen rustikaler angehaucht ist, finde ich total schön. Und ich habe das Secondhand gefunden und dachte, das ist für mich einfach die perfekte Farbkombi, weil es reduziert ist. Es ist genau meine Farbwelt. Trotzdem ist so ein bisschen, es ist ein bisschen beige drin, es ist ein bisschen blauer Unterton drin. Also ja, und es fühlt sich einfach so flauschig an. Ich liebe das, wenn man so Flanellhemden anzieht und einfach das Gefühl hat, man hätte eine Decke um sich gewickelt. So sollte der Herbst aussehen, finde ich. Ein zweites älteres Lieblingsstück ist dieser Cardigan, der so ein bisschen so einen Kimono-Style hat. Ich glaube, das ist das beste Teil, was ich jemals auf Vinted gefunden habe oder gekauft habe. Es ist von Philippa K. und eine S. Und ich glaube, ich habe es für den halben Originalpreis oder so gefunden. Ich mag es einfach so gerne. Ich finde, es ist auch das, es ist vom Material her sehr weich, sehr flauschig irgendwie. Es macht trotzdem eine schöne Taille durch den Gürtel, den man dabei hat. Man kann es sich lockerer oder also enger oder weiter binden. Also man hat da sehr viele Variationsmöglichkeiten. Und ich finde, es hat einfach einen... Es hat einfach einen sehr lässigen, sehr angezogen und trotzdem schicken Stil. Also eine Kombi, die wir lieben. Und jetzt kommen wir zu der Kategorie, auf die ihr alle gewartet habt, nämlich zu den Jacken und Mänteln. Und anfangen würde ich gerne mit der Jeansjacke, die ich gerade schon anhabe. Denn es ist mal wieder soweit. Dieses Video wurde gesponsert von Armed Angels und wir finden uns in der Detox Denim Kampagne. Und egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, egal ob Office oder Freizeit, ich glaube, uns ist allen klar, Jeans ist einfach ein Material, was sich auf so unterschiedliche Arten und Weisen kombinieren lässt. Es ist so zeitlos. Ich finde, eine gute Jeans, die gut sitzt, kann man wirklich jahrzehntelang tragen. Und es bleibt auch immer irgendwie ein bisschen im Trend. Wenn ihr euch an mein Herbst-Trend-Video erinnert, da habe ich von Double Denim gesprochen. Und deswegen habe ich jetzt hier auf eine Double Denim-Kombination gesetzt. Ich würde gerne mit der Jeans anfangen. Das ist die High Cut Hem. Wie der Name schon sagt, hat sie unten so eine offene Kante, also sie ist vernäht, aber sie ist so gestylt, dass sie halt hier und da ein bisschen Fransen wirft, dadurch sehr lässig, sehr entspannt aussieht. Die Waschung heißt Indigo Pebbles, finde ich ein super schönes, mittleres Blau, nicht zu hell, nicht zu dunkel. Und was ich auch richtig schön finde, ich mag ja immer so besondere Details, dass die Hose mit einem dünnen Band kommt, das man auf unterschiedliche Arten und Weisen binden kann. Also ihr könnt es einfach hängen lassen, ihr könnt es einfach nur, wie ich es jetzt hier gemacht habe, einfach so über Kreuz übereinander schlagen. Ihr könnt eine Schleife reinmachen oder zum Beispiel könnte ich meine Kimono-Jacke drüber ziehen und das Band dann einfach benutzen, um den Kimono zusammenzubinden und dann habt ihr das Jeans-Element, was sich im Oberteil wiederholt. Also sowas macht mir einfach immer besonders viel Freude. Dazu, wie schon gesagt, in der gleichen Waschung, die Jeansjacke Blue Sona. Am Körper so eine relativ schöne Weite, sehr boxy geschnitten, ein bisschen crop. Beides besteht zu 80% aus Bio-Baumwolle und 20% aus recycelter Baumwolle. Und ich trage in der Jacke die Größe XS und in der Hose die Größe 25-32. Also sie fällt etwas größer aus. Mein Tipp, nehmt dann eine Nummer kleiner, als ihr eigentlich tragt.
Und wie immer habe ich auch einen Code mit im Gepäck mit bei Maren15. Bekommt ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Ausgenommen sind bereits reduzierte Artikel. Und ja, schaut doch mal vorbei. Was ich immer schön finde bei diesen Kombis, ist, dass man sie zusammen anziehen kann und einfach einen super schönen einheitlichen Look hat. Aber auch die Jeans einzeln anziehen kann und die Jacke einzeln. Gerade bei so einer Capsule Wardrobe gibt euch das einfach noch viel mehr Möglichkeiten in der Variation. Machen wir weiter mit den übrigen Jacken und ich habe euch bereits vorgewarnt, der Fokus liegt einfach diesmal ganz klar dort. Ich habe mit der Jeansjacke 4 Jacken dabei und 2 Mäntel. Also wahnsinnig viel für eine Capsule Wardrobe. Aber ich finde, es darf halt auch einfach mal sein. Das ist das, was man so in den Herbstmonaten am meisten sieht. Die zweite Jacke, die ich mit dabei habe, ist eine Kordjacke, ebenfalls ein Secondhand-Fund. Ist relativ oversized, deswegen habe ich auch lange überlegt, ob ich sie wirklich behalte oder ob sie nicht jemandem, der ein, zwei Nummern größer trägt, vielleicht besser stehen würde. Aber gerade kann ich mich irgendwie noch nicht davon trennen. Und ich finde auch einfach, dass der Braunton und dann das Kordmaterial einfach perfekt in den Herbst passen. Und auf die freue ich mich sehr doll. Dann habe ich noch 2 dunkle Jacken mit dabei. Beide sind etwas dünner. Das eine ist mein schwarzer Wollblazer. Den kennt ihr aus den letzten Monaten. Ist einfach so ein Lieblingsbasic von mir geworden. Ich hätte es niemals gedacht. Aber macht einfach einen super schönen Look und möchte ich gerne weitertragen. Und dann habe ich noch eine ähnliche Jacke in dunkelblau. Die kommt aus der letzten Secondhand Mystery Box, falls ihr das Video gesehen habt. Die hat einen Reißverschluss. Wie gesagt, ist dunkelblau, unterscheidet sich dementsprechend von dem Blazer und hat dann auch einfach eine andere Kragenform. Ich würde es gerne mal auch mit reinnehmen und damit irgendwie nochmal ein bisschen spielen. Falls ihr euch übrigens wundert, wo die anderen Teile aus der Mystery Box in dieser Kapsel geblieben sind, ich habe mich dazu entschieden, alles nach und nach zu integrieren. Also da waren jetzt, ich weiß gar nicht, 8 neue Teile oder so mit drin. Und würde ich das alles sofort in meine Capsule Wardrobe reinnehmen, mich überfordert das schnell. Und deswegen habe ich beschlossen, das Ganze nach und nach zu ergänzen, weil dann probiere ich auch viel mehr mit den einzelnen Stücken aus. Also dann nehme ich mir dieses Mal lieber die Jacke vor und die beiden Gürtel und probiere damit rum, welche Looks sich daraus ergeben und hole den Rest dann nach und nach in den nächsten Monaten dazu. Dann habe ich gedacht, dadurch, dass ich nicht so viel super dicke Sachen mit dabei habe, nehme ich noch 2 große, schwere Mäntel mit dazu, die einfach für die Lage sind und für etwas mehr Wärme, wenn wir sie denn brauchen. Auf den einen habe ich mich sehr gefreut. Das ist mein Tibi Trench, ein Secondhand-Fund. Und ich liebe die Farbe einfach nach wie vor so gerne. Und auf den habe ich mich jetzt auch neben der Kordjacke richtig, richtig doll gefreut, irgendwie den wieder anzuziehen. Das ist wieder dieses Prinzip, warum ich Capsule Wardrobe so gerne mag, dass man Sachen vielleicht 6 Monate oder so gar nicht sieht und nicht trägt. Und dann holt man sie raus und man hat wirklich das Gefühl, man hat ein neues Kleidungsstück im Schrank und freut sich einfach mega drauf. Also mehr könnte ich mich nicht über einen neu gekauften Mantel freuen, bin ich ehrlich. Falls ihr im letzten Winter noch nicht hier wart, wie gesagt, es ist ein Secondhand-Fund. Er ist etwas besonderer geschnitten, hat so Raffungen an den Ärmeln, hat hinten auch nochmal so einen Bereich am Rücken, der absteht. Und einfach die Farbe macht ihn wahnsinnig besonders. Und es ist einfach meine große Liebe. Und dann habe ich noch einen etwas zurückhaltenderen Trenchcoat mit dabei. In den letzten Monaten hatte ich immer meinen Sommer, ich nenne ihn immer meinen Sommertrench, weil er sehr dünn ist, sehr schmal geschnitten. Also man kann wirklich nur dünne Sachen drunter anziehen. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht ist der Zeitpunkt da, auf den etwas dickeren, weitergeschnittenen Trench umzusteigen. Das ist ein Herrentrench, dementsprechend sitzt der schon wesentlich mehr oversized bei mir. Ich werde mir das dieses Mal angucken. Ich weiß, dass ich in den letzten Jahren immer mal gedacht habe, ob er nicht ein Tick zu oversized ist. Sollte es mir too much sein, wird er auf Vinted landen. Also falls ihr noch einen Trench sucht, schaut da mal vorbei. Falls ihr übrigens Probleme bei der Zusammenstellung eurer Capsule Wardrobe habt oder ja immer vor dem Punkt scheitert, euch gerne eines zusammenstellen zu wollen, aber ihr wisst nicht so richtig, wie man anfangen soll, dann findet ihr unten meinen Capsule Wardrobe Guide verlinkt. Den habe ich selber geschrieben und gelayoutet. Alle Bilder und so weiter stammen von mir. Also es ist ein Projekt, wo sehr viel Herzblut drin steckt. Also falls ihr einfach noch weitere Tipps braucht, schaut euch den gerne mal in der Infobox an. Letzter Kleidungspunkt für heute und zwar Hosen und es ist eine absolute
Lieblingskategorie diesmal. Ich habe nur Lieblingsteile mit dabei. Die Jeans habe ich euch eben schon gezeigt und ich finde sie einfach so schön, weil sie so lässig und so locker sitzt. Und ja, sie ist auch so vom Material her echt schön, schön weich und fließend, obwohl kein Elastan drin ist. Also so der perfekte Mix aus nicht zu fest, nicht zu weich. Irgendwie sie bietet noch genügend Stabilität und fällt da trotzdem total fließend. Deswegen ist das jetzt die einzige Jeans. Und dann habe ich meine beiden Kajas mit dabei. Ihr wisst es, mein Lieblingsstoffhosenschnitt. Und im letzten Monat durfte ich das grüne Modell mit zu meiner Capsule Wardrobe dazufügen. Und weil ich ihn einfach so gerne mag, habe ich diesmal genau diese beiden Stoffhosen nur mit dabei. Einmal die Kaya in Schwarz und einmal die Kaya in Moss Green oder so. Auf jeden Fall in dem Grünton. Und ich liebe ihn einfach so sehr. Wenn man die perfekte Hose für sich gefunden hat, dann kommt einfach nur noch der Wunsch auf, man hätte dieses Modell gerne einfach in 10 Farben oder so. Und ich bräuchte keine andere Stoffhose mehr in meinem Leben. Ich finde die einfach super. Fallen so schön, sind so schön eng an der Taille, schön weit wieder am Bein. Der Stoff ist auch sehr fließend und ja, dieser grüne Farbton ist jetzt für den Herbst einfach perfekt. Und ich habe dieses Mal nur 3 Paar Schuhe mit dabei. Das hat 2 Gründe. Zum einen, weil ich so viele verschiedene Jacken und Mäntel dabei habe, mit denen ich gerne ausprobieren möchte, mit denen ich Varianz schaffen möchte, habe ich gedacht, ich halte mich mal bei den Schuhen zurück. Und außerdem habe ich Schuhe mit dabei, die ich erst in diesem Jahr angeschafft habe und die ich gerne tragen möchte, Kombinationsmöglichkeiten finden möchte. Und sind wir ehrlich, je weniger Schuhe man hat, desto mehr nutzt man natürlich die Schuhe und probiert mit denen aus. Das erste Paar ist noch keine Überraschung, ganz klassisches Paar, mal wieder meine Chucks. Ihr wisst, ich habe immer ein paar Sneaker mit dabei, die auch wirklich meistens einfach abgerockt sind und die ich in allen Lebenslagen anziehen kann. Das zweite ist ebenfalls ein perfekter Herbstschuh, sind meine Loafer. Die habe ich secondhand gefunden. Die sind von Clarks, das Modell Humble oder so. Und ich wurde jetzt schon mehrfach danach gefragt, wie bequem die sind und so und wie die Qualität ist. Und also ich finde sie super. Für mich könnten sie noch ein Müh breiter sein, weil ich einfach sehr breite Füße habe. Aber sie sind breit genug, dass sie für mich bequem sind. Und das ist die Hauptsache. Obwohl sie, finde ich, sehr schmal aussehen. Aber irgendwie passen sie. Ich finde, die Lederqualität und alles ist gut. Einfach ganz klassische, filigrane, entspannte Loafer. Und als zweites meine Cowboy Boots, ihr habt es wahrscheinlich kommen sehen. Ich habe in der letzten Woche ein Styling-Video dazu gemacht mit 5 Outfits, wo ich einfach mal ein bisschen ausprobiert habe, wie könnte man die stylen. Und ich bin auf jeden Fall noch nicht komplett am Ziel angekommen und möchte da einfach weiter mit rumprobieren. Ich finde, es macht total viel Spaß, sich da so ein bisschen zu challengen, um mal zu schauen, auf wie unterschiedliche Arten und Weisen man die so stylen kann. Mir bereiten sie gerade Freude und sie sind auch gleichzeitig eine Herausforderung, was ich mal eine schöne Kombi finde. Und dann sind wir auch schon bei den Taschen. 3 Schuhe, 3 Taschen. Los geht's. Die ersten beiden kennt ihr aus dem letzten Monat. Es ist einmal ja, dieser etwas größere Shopper, den ich gerne nutze, wenn ich mal ein bisschen mehr mitnehmen muss. Ich finde, der hat eine schöne feste Qualität und ich mag einfach die Länge der Riemen total gerne. Das ist so meine etwas größere Tasche. Dann meine Lieblingstasche ist meine selbstgenähte Croissant-Bag. Darf wieder nicht fehlen. Einfach, ja, ich sag's immer wieder, es ist einfach eine Tasche, die zu jedem Look funktioniert. Solange man all das reinbekommt, was man mitnehmen möchte, ist das die perfekte Tasche. Und als drittes wollte ich gerne noch eine braune Tasche mit dazu nehmen. Und in den letzten Monaten hatte ich viel meine braune Basttasche. Ich finde, die hat sich diesen Sommer sehr, sehr gut erzählt. Jetzt war es aber Zeit für was anderes. Und die einzige braune Tasche, die ich sonst noch habe und vor allem auch die einzige braune kleinere Tasche, so Crossbody getragen, ist diese hier. Es ist ein ganz altes Schätzchen von Mango. Es ist eine totale Plastiktasche. Sie ist überhaupt nicht schön vom Anfassen her. Ich finde aber, dass sie eine ganz schöne Form hat und ja, hochwertiger aussieht, als sie sich anfühlt. Ja, deswegen habe ich an der einfach immer noch festgehalten und ab und an hole ich sie wieder raus. Und jetzt gerade zu den braunen Cowboy Boots, zu den braunen Jacken, finde ich es einfach schön, auch nochmal eine braune Tasche mit dabei zu haben. Das war meine Capsule Wardrobe für euch und ich habe jetzt richtig Lust auf den Herbst. Ich sag's, wie es ist. Ich hoffe, euch geht's genauso und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann!